Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem schönen, super tollen Zugpanorama, der hinten gerade vorbeifährt. Beim Landwirtschaftssimulator 19, heute am Freitag zur 84. Folge. Ich bin der Eisbecken und begrüße euch wie immer zusammen mit dem Heiko. Hallo. Deswegen, im Landschaftstool, finde ich, sieht man manchmal nicht so gut, wie gut der Boden schon bearbeitet ist. Deswegen hilft es manchmal echt, einfach mal rauszugehen und einfach wirklich mal. Manchmal auch wirklich mit dem Fahrzeug drüber zu fahren, um zu gucken, wie ist denn der Boden jetzt eigentlich? Ja, Gerade wenn ich jetzt hier die Einfahrt mache, einfach mal mit dem Traktor fahre ich jetzt mal drüber und gucke mal, wie jetzt die Bodenbeschaffenheit ist. Ja, ist gar nicht mal schlecht geworden. Mal gucken, andere Seite. Ist ja relativ breit die Einfahrt auch. Kleines bisschen glätten vielleicht noch, aber mehr nicht. ja, ich muss jetzt gleich mal meinen Hof freischaffen von allen möglichen Ja, Fahrzeugen. Heiko will seinen Hof ein bisschen umbauen, Genau. modifizieren. Hat ja ein bisschen Kohle dafür. 135.000. Naja, wenn du die aber wirklich, willst du die Gebäude wirklich umsetzen? Nee. Doch, tatsächlich teilweise. Weil denk daran, dass das echt Geld kostet, ne? Weil du kriegst ja nur Ja. die Hälfte wieder. Weiß ich wohl. Ich werde aber auch nur eine Halle bauen. Keine zwei. Okay. So, wir glätten noch mal ein bisschen hier. Ich muss natürlich mal LKW wiederholen, weil ich muss einen Tiefladen raus haben. Ich muss ja den anderen raus haben, den Ja. Container. Ne? Bin ich froh, dass der andere Container wenigstens auf einem anderen Gelände steht. So. Dann gucken wir mal, zwecks Schranke platzieren. Ich glaube, hier brauche ich sogar die doppelte Schranke. Ja, hier könnte ich, naja, obwohl, nee, eigentlich doppelte zu breit. Haben wir das Rolltor eigentlich noch drin? Ja. Aber das ist erst recht zu breit, weil das ist ja richtig breit, das Schiebetor. Ja. Ich finde auch, Ja. weißt du, so eine Mod ist ja nicht schlecht, dieses Schiebetor, weißt du? Aber das Ding ist sowas von breit, ja, also so ein breites Tor braucht doch kein Mensch. Nee. Die normale Schranke reicht, die ist breit genug. Die einzelne wieder. So. Ja, tief leider raus. Wenn wir die jetzt umdrehen, die Schranke, einfach mal so rum. Muss mal gucken, dass er die nicht in der Luft platziert, weil die eine vorhin, die hing da auch schon halb in der Luft. So, Frontlader ist auch wieder angehangen, dann wird jetzt noch der Ballenschredder angehangen und dann Okay. wird noch der Wassertank angehangen und dann habe ich alles vom Hof. So, Schranke steht. Jetzt mache ich erst den Boden. Nämlich die Farbe quasi um den Boden. Die mache ich erst jetzt. Okay. So. Lackieren wir den Boden wieder mal ein bisschen. Damit Heiko nicht meckert, dass er immer so weit fahren muss. Ja. Oh, ich mach die zweite. Ey, musst du die bezahlen, die zweite Einfahrt? Ja, du kommst halt bei dir tatsächlich beschissen mit dem LKW durch. Ja, was hast du so einen riesen LKW? Ist das mein Problem? Also ich will die 1000 mal fahren. Du bist der Spediteur, du musst damit klarkommen, denn.
So, das heißt. Das sollte jetzt weg sein, alles. Jo. Hab hier zwei riesige Betonflächen. Heißt. Ich willkomme mit einem neuen Schuppen plus ein Silo. Ich habe jetzt 157.000. Könnt ihr notfalls auch Raps kaufen. Heißt Hallen. Soll ich mir so ein großes Getreidelager bauen? 65.000! Oh, Scheiße. Nee. Die Frage, ob du es brauchst. Und sicher nicht. Unser Hof 2 Einfahrten. So, mal gucken, ob wir hier noch so ein Stück Zaun platziert kriegen irgendwo. Der glitscht dann zwar so ein bisschen rein in die Mauer, aber ist, in die Erde, aber ist egal. In der Hinsicht gerade. Wie rotiere ich das ganze Ding mit dem Pfeiltasten, ne? Ja. Das ist mit den Pfeiltasten. So, das könnte schon fast passen. Ist aber möglichst weit hinten. Das könnte schon fast passen. Klingt sehr, sehr interessant. Ja, es passt. Da habe ich auch ein bisschen teilweise auf der Straße gelandet, aber noch akzeptabel. Es ist glatt. So, heißt, mein Feld kann ich jetzt auch halb vergessen. Wenn ich vergesse, dass er dort außenrum so eine kleine Betonschicht zieht. Okay. Das zeigt er einem da natürlich nicht an, ne? Das zeigt er nicht an. Dass er den außenrum noch eine Betonschicht zieht. Die er selber mit anhebt dann. Ja. Zeigt er leider nicht an. Nee. Aber die musst du halt einkalkulieren, so ein bisschen einfach, ne? Ja, deswegen ist das Ding jetzt auf der Straße gelandet, weil so wird es nämlich passen sonst. Aber, stört mich jetzt nicht. Warte, hast du jetzt schon wieder die Straße bearbeitet oder was? Teilweise, ja. Och, Heiko. Die Hallen an sich stehen ja noch drauf. Ja, aber du musst das mit einplanen, dass er links herum dieses hat. So. Das ist nun mal so. Weiß, eine Halle habe ich schon mal. Ja gut, ich habe auch kein Geld mehr für Silo. Silo kostet nur 10.000. Ich gehe mal ins Landschaftstool und will dann einmal hier texturieren, und zwar will ich Textur haben. Ja, Landschaftstool, wem sagst du das? Warum hebt er es an? Ich will es doch nur texturieren. Warum hebt er den ganzen Teil dann an? Dann hast du den falschen Modus gerade. Ich bin... Nee, ich bin im Texturieren und er modelliert das Ganze einfach. Er hat bei mir beim Texturieren noch nie irgendwas angehoben. Warte mal. Komm, texturieren, jetzt macht das auch endlich. Warum muss ich ändern? X. So. So, jetzt schwebt der Zaun schon mal nicht mehr in der Luft. Muss immer mal ein bisschen Boden gerade bearbeiten, dass der Zaun nicht in der Luft schwebt. Hochgras. Ja, das könnte passen. Ne, auch nicht ganz. Auch noch nicht. Es ist ganz viel hier Landschaftsbau gerade wieder bei uns. Ja, gut, muss passen. Aber du hast jetzt zweite Einfahrt, Heiko. Schön. Mit Schranke. Hm.
Mich würde mal interessieren, ich habe nur gerade nicht genug Geld dafür, das ist blöd. Wie groß dieses Wurzellager ist. 90.000 kann ich dafür noch über Kredit aufnehmen? Ja. Also nicht insgesamt, aber dass ich auf 90.000 komme zumindest. Ich will nur wissen, wie es aussieht. Also wie groß es ist. Perfekte Größe. Würde hier genau noch hinpassen. Ha! Ach so, allerdings musst du darauf beachten, bei den Wurzellagen, du musst wieder an beide Seiten rankommen. Weil vorne ist einfüllen und hinten ist rausnehmen. Ja. Aber irgendwie so eine Feldertextur. Was für eine Feldertextur? Irgendwie so grobert oder sonstiges. Nein. Schade. Also heißt, wir pflügen. Wenn man es gerade hat, ne? Weiß nicht, was du da machen willst gerade. Ja, mein Feld ein bisschen erweitern. Muss Deswegen, die gepflügt werden, Feld ne? musst du schon manuell erstellen. Dann wieder. Ich guck mal, was der Heiko gemacht hat hier in der Zwischenzeit. Halle habe ich Ach die so, vor. hier. Ja, hier steht schon wieder auf dem Dings drauf, ja. Genau, das meinte ich gerade. Lässt sich das noch ein bisschen korrigieren? Ich weiß nicht, weil es recht ebenerdig jetzt ist, ne? Ich guck mal, ich hab mal gerade zu dir gewechselt. Ich guck mal mit Landschaftstool, ja. Alles da. Das Wesen so ein kleines bisschen korrigieren lässt dann noch. Ja. Aber ich glaube ganz nicht, weil das wieder. Ist ja recht weit drin, ne? Ja. Ich guck grad mal, was könnte ich denn jetzt noch gebrauchen? Einfach Sachen. Das Silo halt, ne? Könnte ich kann ich auch nicht mehr aufnehmen, ne? Wollte halt tatsächlich ein Silo. Ja, so ganz nicht, Heiko, ne. So ein bisschen was habe ich weggekriegt, aber alles nicht. Okay. Weil Also, ich habe noch so 100.000. du das alles so hinquetscht hier, statt einfach die mal ein bisschen mehr Platz zu schaffen und dann einfach das entsprechend so zu machen. Gut. Wir müssen uns damit nicht Okay. abkämpfen, was der Heiko hier für Schindluder mit der Karte treibt. Ja. Wenn du irgendwann mal die Grundstücke gegenüber kaufst, dann kannst du das ja vielleicht wegmachen. Vielleicht ja. Wenn es geht. Weiß ich, ob du da auf die Straße zugreifen kannst, keine Ahnung. Keine Ahnung. Es wird sich zeigen. Ja. So. Aber es geht ja wohl so. Ich habe jetzt einen Kercher geplatziert. Checken Das mal die Tiere. Ich habe Am schon besten 1100 Liter Milch, Heiko. ich habe eine Werkstatt gebaut. Oh, toll. Milch bringt gerade mal 1000 pro 1000 Liter. Lohnt sich die Straßenlaternen? Machen die gut Licht in der Nacht? Ja. Die streuen halt nicht so extrem weit. Da würde ich dir aber empfehlen, obwohl, nee, wenn du nachts platzierst, siehst du auch das Licht, wenn du so platziert hast schon. Wenn nicht, dann warte bis nächste Mal Nacht ist und guckst dir an, wie es bei mir aussieht. Okay. So als Idee noch. Um es vorher erstmal zu sehen. Wir haben schon einen recht großen Hof hier unten eigentlich. Ha, also ich. Ja. Vielleicht da ist wieder das Ziel, es wäre die Gefahr, dass sie auf die Straße geht. Ich habe nicht keinen Plan, wie groß das ist. Dann platziere es weiter weg von der Straße. Rechne einfach damit, dass da links und rechts, also auf allen Seiten, noch so ein Rahmen drumherum ist. Ja. Und du es entsprechend nicht so dicht halt entsprechend platzieren kannst. So platziere. Da ist ja die Werkstatt im Weg. Passt auch nicht zu eng.
an sich modelliere ich das Ganze jetzt einfach ein bisschen. Und zwar mit dem, zack, Textur und dann noch ein bisschen Gras überall wieder hin. Das ist jetzt noch gerade. Ich setze gerade ein paar Zäune. Ja. Damit man nicht von meinem Silo hier runterfällt im Kuhstall. Weil da geht es ja dann auch ganz schön runter. Ja, stimmt wohl. Damit man hier nicht runterfällt. Tja, aber was soll ich sagen? Die Folge ist eigentlich schon wieder zu Ende, Heiko. Hm. Was sagst du dazu? Schade. Aber gut. So. Halt so. Ja, na komm, nimm den weg. Oh, ich komme jetzt nicht dran, oder was? Das. Es ist halt die Formel, aber da an der Straße genau die Textur zu ändern, ne? So, Textur an der Straße. Das Blöde ist zum Beispiel auch, dass, dass der Zaun sich ja nicht an das Unebene, an so einen schrägen Boden anpasst, ne? Ja. Und wenn ich jetzt hier hinten zur Werkstatt hin, flacht das ja ein bisschen ab. Mhm. Eigentlich müsste ich die Werkstatt wegreißen. Damit. Und, Das Ding könnte man eigentlich prima platzieren, aber es sieht auch wieder so wuchtig aus hier. Soll ich mal riskieren, das Ding zu platzieren? Warum habe ich denn so viel Geld? Gute Frage. Ne, das Ding lasse ich weg. Ich gehe nochmal in die Landschaftsbearbeitung. Warum habe ich 102.000? Das, weil du. Nee, ich habe weniger. Nee, ich bin nicht bei dir. Ach so, ich habe ja den Kredit aufgenommen. Nee, aber gut, alles klar. Habe ich gerade nur auch ein bisschen schockiert, weil ich so viel Geld habe. Nee, weißt du, was ich mache, Heiko? Ich reiß die Werkstatt weg und heb hier hinten das Gelände an. Weil die Werkstatt steht ja eh so ein bisschen niedriger, weißt du? Ja. Dann kann ich die endlich mal von der Höhe her anpassen, dass die also so hoch ist wie das Silo. Okay. Find die erstmal in der langen Liste hier, ey. Mhm. Da ist er. So, Werkstatt verkaufen. Ja. Ja, wir müssen mal ein bisschen hier anpassen. Allerdings ist die Folge auch schon wieder zu Ende und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns morgen, wenn ihr mögt, zur nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein. Wir würden uns sehr freuen und wir werden erstmal hier ein bisschen noch bauen und melden uns dann, glaube ich, wieder zurück und sagen ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis später. Tschüss, tschüss. Tschüss.